Wien, Hauptstadt von Österreich, Heimat der habsburgischen Könige und Kaiser für 850 Jahre, Stadt der Hofreitschule, von Palast, Prater, Sachertorte und natürlich von Sis. Franz! Was ist das? Dein Name! Wien ist aber auch der diesjährige Gastgeber vom Weltcup-Final im Sprint. Ausgetragen wird der Wettkampfwürdig auf dem nigelnagelneuen Wildwasserkanal mitten auf der Donauinsel. 3 Stausee-Pumpen befördern hier 12 Kubikmeter Wasser pro Sekunde vom unteren Staubecken 4 Meter in die Höhe. Damit Kanuten aus aller Welt auf einer Strecke von insgesamt 250 Meter bei bestem Wildwasser sich messen können. Dazu ist Booträgen in Anbetracht von dem Zauberteppich überflüssig geworden. Beste Bedingungen also für unsere wildwasserliebenden Schweizer. Trainingszeiten am Freitag werden für unseren Paddler ausgiebig genutzt. Es ist die letzte Gelegenheit, mit der Fahrroute zu experimentieren. Und es zeigt sich, dass die Strecke durchaus seine Tücken hat. Ich denke, es ist nicht so einfach, sie gut schnell zu fahren, weil schnell was passieren kann, aber es macht Spaß. Jetzt mein Boot wird anschauen, wird man sehen, dass es nicht so einfach ist. Aber ich sage, wie gesagt, es haben alle Mühe und ich fette hier einfach einen guten Lauf ab. Jawohl. Ja, es ist ja, anspruchsvoll ist er. Er ist recht kurz, dadurch jeder Fehler zählt sich in der Sekunde und jeder Fehler ist ein Fehler zu viel. Das Wasser reagiert halt gleich nicht gleich wie auf dem natürlichen Fluss. Es ist einfach das Wasser, vor allem in der Rückwasser, wo einfach immer rauf und runter geht. Also es pumpt einfach viel mehr, oder? Am Samstag gilt es ernst. Besonders im Fokus steht dabei der Silvan Weiss. Der 29-Jährige beendet nach dem Rennen seine Nazi-Karriere und fährt damit seine persönliche Derniere. Somit sind auch seine Ziele für das Rennen anders als gedacht. Also primär vor allem, als ich es geniessen kann, dass ich mit einem Lächeln am Start kann sein und sagen, hey, wow, bist du noch mal dabei nach all diesen Sachen. Und dass ich wirklich die Totlinie fahren kann, wenn ich sie trainiert habe, kann Gas geben, ins Ziel abkommen und sagen, hey, das war ein geiler Lauf gewesen. Was es resultatmässig gibt, das sehe ich auf der Anzeigetafel. Auch auf der Anzeigetafel wird man die Frauen vom Nationalteam sehen. Nach den Resultaten der letzten Wochen hoffentlich am oberen Rand. Doch müssen unsere Athletinnen relativieren. Es ist Sprint, also von dem her gesehen und vor allem sehr kurz. Es kommt mir nicht gerade so entgegen. Aber ich sage, auf dem Sprint ist alles möglich. Also Finale ist das Ziel auf jeden Fall und Top 10, aber schauen wir mal. Kann schnell gehen. Einmal mehr sind vor allem die jüngeren, männlichen Nationalmitglieder, die konkreter werden. Ich denke, Top 10 machen wir mal in Angriff. Nehmen wir in Angriff. Top 30 ist, glaube ich, sehr hoch geschätzt. Top 35 wäre super. Ja, mein Ziel ist, Priorität liegt jetzt ganz klar im C2. Oder? Wir sind 6. im Zwischenklassement vom Gesamtweltcup und wir wollen das eigentlich behalten, wenn nicht sogar noch verbessern, zusammen mit dem Fabio. Willst du morgen auch die Welt überraschen im C2? Ja, logisch, mit dem Löwen zusammen. Machen wir das schon. Ich meine, wir sind schon alle überrascht, dass wir überhaupt nicht runtergekommen sind. Gerne lassen wir uns ab 9 wieder überraschen, wenn das Rennen in Wien startet. Wie das ausgeht, erfahrt ihr in der nächsten Folge von Vienna News. Und damit fehlt eigentlich nur noch die Erkenntnis vom Tag. Ja, Wien ist eine Großstadt und wir, glaube ich, sind lauter Landeier.